Also das, wie gesagt, diese Stadt Andernach, das macht Schule, also in Österreich wollten auch, ich glaube, im Süden ist eine Stadt von Österreich, die wollten auch die erste, Übelbach, die wollten auch erste essbare Stadt werden und also, ja, es ist ein richtiger Wandel, essbare Stadt zu sein. Und normalerweise zeige ich in meinem Vortrag, der länger geht, weitere Beispiele, zum Beispiel vom Buschberghof. Der Buschberghof ist mittlerweile eine Gruppe von drei Bauernhöfen in der Nähe von Hamburg. Und da haben sich Menschen zusammengetan, die finanzieren den Hof und werden damit mit Nahrungsmitteln versorgt. Aber nicht mehr nur mit Gemüse und so weiter, sondern die backen auch schon selber Brot, machen Käse, haben das Fleisch, haben das Fermehl und so weiter. Das gibt es bereits seit 1988. Ist nur fast alles nicht bekannt. Und so gibt es noch ein paar weitere Beispiele. Ich möchte euch jetzt hier ein kleines Beispiel zeigen, auch von einer, das sind nur ein 3-Minuten-Film, von einer Gärtnerei, wo die Menschen auch eine solidare Landwirtschaft oder Gemeinschaft machen. Die helfen mit, aber sie in der ersten Linie finanzieren die das und werden mit Produkten versorgt. Und das sind ein paar interessante Aussagen, die für mich wichtig sind, dass ihr die erfahrt.